kommt abends nicht nach Hause und tut es doch, dann ist er immer blau. Warum sperre ich ihn jetzt ein? Der Kerl bleibt jetzt daheim. Warum verstehen sie sich ja gleich? Wohl oder übel werd ich zum Übeltäter und leere alle seine Flaschen aus. Und keine zwei Minuten später hört sie ihn schreien, das ganze Haus. Gib mir den Wein! Rück raus die Flasche! Gib mir den Wein! Rück raus die Flasche! Gib mir den Wein! Rück raus die Flasche! Mann! Ohne seinen Wein kann mein Mann nicht sein. Naja, so ein Schlückchen in Ehren kann einem ja niemand verwehren, oder? Ehrlich. Letzte Woche auf der Straße gab's einen Riesenknall, so laut, mir wurde es Angst und Bang. Ein LKW viel zu schnell um die Ecke saust, er stand im Weg, na klar, mein Mann. Oh, da wäre er auf der Kreuzung. Was? Ich dachte schon, jetzt ist es um ihn geschehen. Doch als der Notarzt dann an seine Jacke griff, da sprang auf und konnte wieder gehen. Gib mir den Wein! Rück raus die Flasche! Gibst du mir den Wein? Rück raus die Flasche! Gib mir den Wein! Rück raus die Flasche! Nur der Rebensaft gibt ihm wieder Kraft. Ich trinke nur zur medizinischen Vorsorge. Ehrlich! Es war dunkel und kalt, mein Mann schwang gerade nach Haus. Da sprang ein Gangster mit einer Knarre aus der Hecke raus und raubte ihn kurzerhand mal aus. Er nahm ihm alles, Schlüssel, Handy, Bargeld ab. Mein Mann, der sagte nicht mal Piep. Doch als der Dieb dann an seine Flasche will, er mit Gebrüll den Dieb vertrieb. Gib mir den Wein! Rück raus die Flasche! Gib mir den Wein! Rück raus die Flasche! Gibst du mir den Wein? Rück raus die Flasche! Gib den Riesling her, du sonst bereust es sehr! Ohne Riesling werd ich glatt zum Fiesling! Doch eins muss man ihm lassen, zu anderen Frauen ist er abstinent.